Makarov, Magazin, noch ein Magazin, ein Waldgitalge ohne Batterie, mit Batterie könnte ich theoretisch kombinieren, mache ich aber nicht. Und natürlich das schönste Messer der Welt. Die Zombies sind auf jeden Fall langsamer, haben andere Sounds, machen mehr Damage, sind schwerer zu töten, angeblich, so laut der Mod. Ob so ist, weiß ich nicht. Snowman, danke für den Follow. Testen wir es doch mal. Ah. Die rennen also nicht. Man kann die sich nach und nach ranziehen. Die hat mich jetzt getriggert. Killt mich wahrscheinlich instant, oder? Ich bin jetzt bei 21 Schuss gewesen und die lebt noch. Da gibt es aber eine Headshot-Mod. Ob das die ist? Ah. Ah. Das ist, hat was. Ich, trotzdem ein bisschen krass, mit über 20 Schuss immer noch nicht tot zu sein. Macht gerade irgendwie Spaß, ne? Hat was. Das ist ja mal mega cool. Boah, was die alles droppen, ne? Ist natürlich, kann man jetzt so oder so sehen. Ist natürlich dadurch, dass die langsam sind, ist es einfacher, ich sag mal, die zu handeln oder unter Kontrolle zu behalten. Aber die sterben nur durch Headshots und entweder Körpertreffer richtig, richtig viel oder gar nicht. Das weiß ich nicht, ob die durch Körpertreffer gar nicht sterben können, theoretisch. Das kann natürlich auch sein. Und wenn du da einen ordentlichen Train hinter dir herziehst, ich meine, das ist schon cool. Aha. Wie kann man die jetzt nochmal entschärfen? Die kann man nicht entschärfen. Ich kann die nicht wegziehen. Weiß man, wie man eine Mine entschärft? Weiß das jemand? Über F geht's nicht oder sowas. Und ich kann die nicht bewegen hier drin. Kann man Minen gar nicht entschärfen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Beschädigt. Ruiniert. Ja, schießen geht. Also jetzt ist sie ruiniert. Das heißt, die ist jetzt defekt. Glaube ich bald nicht. Ich wette mit dir, die fliegt trotzdem in die Luft. Die Wasserflasche hinten, by the way, brauche ich jetzt nicht. Ich will da drin looten, verdammt. Drüber springen werde ich nicht können. Stoße ich mir den Kopf am Türrahmen. Ich hoffe, wir sind natürlich nicht noch mehr, ne? Universaltaschenlampe. Bekommt man die denn eigentlich? Nee, was brauche ich dazu? Wahrscheinlich wieder irgendein anderes Zeug, irgendein Railguard. Gedöns. Irgendeinen anderen Aufsatz oder sowas wieder. Abgenutzt und beschädigt. Ich muss mal Nahkampf testen. Ich würde auch gerne mal Damage Input. Was? Würmer ausgraben? Nein, das muss ich jetzt nicht machen. Ich würde auch gerne mal Nahkampf. Hier, mal Damage Input testen, aber ich würde jetzt nicht direkt drauf gehen, wenn ich ehrlich bin. Blocken kann ich dich nachher. Ah. Nahkampf One-Hit.
Damage geht, ich blute nicht, hab kaum HP verloren, das geht noch. Ich dachte jetzt, die hauen dich mit ein, zwei Schlägen mal kurz weg. Die wirken ja nicht bedrohlich, wenn die so langsam sind, aber man kennt es ja vielleicht aus Zombie-Filmen oder was auch immer, dass es halt die Masse nur mal macht. Aber die Masse fehlt halt in DC. Hier müssten halt, in dieser Base müssten halt 30 von diesen Viechern rumlaufen. Wandelnde Horden werden, ja, das ist sowas, meine ich ja, weißt du. Aber die müssten da mit dieser Mod sein, weil wir sehen alle, wie die Zombies im Gerenne aussehen, das ist schrecklich. Und das in einer Horde, das kannst du keinem anbieten. So, 25 ist maximal, ja. Ich glaube, das ist ein Beweis. Würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Jetzt wollte ich mit der M4 weiter schießen, ist aber eigentlich Quatsch. Hm. Ich brauche dringend ein zweites UMP-Magazin. Aber da merkt man vielleicht, ne? Und ich meine, bei ein, zwei Zombies geht's noch, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die unterschätzt man so schnell. Dann geht man irgendwo in eine Baracke looten, am besten wirklich in so ein Sackgassenhaus, wo du echt nur vorne wieder rauskommst. Und auf einmal stehen 5, 6 so eine Viecher bei dir im Gang. Da musst du aber dir erstmal die Köppe drauf haben. Sonst hast du ein Problem da drin. Ist schon cool. Ich find's auch gut, dass die nicht rennen. Boah, das ist ganz schön laut, ne, der Schuss. Sorry. One-Shot in die Beine geht anscheinend auch, dass sie wenigstens kriechen, was natürlich noch deutlich schlimmer ist als alles andere. Der holt das, dieser Hahn im Hintergrund. Oh, auch noch Schüsse. Da hat jemand auch noch ein Problem. Klingt schon geil, oder? Also ich find's cool. Jetzt stellt euch das mal vor in richtigen Horden. Boah, das wäre schon geil irgendwie. Der andere denkt wahrscheinlich, ich schieße einfach nur, um Kommunikation aufzubauen. Dabei kämpfe ich um mein Leben. Verdammt. Habt ihr irgendwas für mich hier? Ja, was zu essen. Und das hier. Ich muss bloß aufpassen, dass ich meinen Slot hier unten für die UMP frei halte, sonst kriege ich die Waffe nicht weggesteckt auf die Schnelle. Na gut, kann ich so lassen. Ich lade nochmal schnell das Mac einmal durch. Weißt du, vorhin mich noch lustig machen über die ganze ACP-Munition, die ich irgendwie loot und gar nicht brauche. Rucki-zucki ist das der letzte Stack, den ich jetzt hier reinziehe, ne? So schnell geht's. Ja, wir könnten uns theoretisch einen Ghillie kaufen, aber dann ist halt die Sache mit dem Platz, ne? Ich weiß ja auch nicht. Ich probier's einfach mal, komm. Gewehrtarnhülle. Gewehrtarnhülle, verschiedene Farben. Tarnhaube, Tarnüberwurf, Tarnmantel bräuchte ich, ne? Tarnanzug. Ein Truck? What the fuck? Da stehen sogar Autos drin.
Das ist ja ein Ding. Wieso stehen da Autos im Heli? Alter, wie das aussieht, ne? Das ist bestimmt die beste Idee, die man haben kann, da jetzt reinzugehen. Glowplug, Sparkplug ist leider raus. Bei dem fehlt nahezu alles. Boah. Das ist dieses komische Night Vision Zielvisier. Das brauche ich gar nicht in die Hand nehmen, das will ich gar nicht. Dieses riesengroße, hässliche Ding da. Das hat Eagle-Munition, beziehungsweise Magazin. Oh Gott. Wie kann das denn passieren, sag mal? Diese komische Waffe für die VSS Ventures. Die SP-9-Munition, glaube ich, heißt die oder so ähnlich. Ist wirklich, also es wirkt cooler, wenn die nicht so rennen. Nicht etwa, weil es jetzt leichter wäre, sondern weil es einfach viel geiler von der Animation her wirkt. Ich finde, rennende Zombies in DayZ sind halt schrecklich animiert, ne? Und damit eben rumgerutsche und dann rennt die hier so gegen so einen Zaun zugegen und es sieht halt schrecklich aus. Das wirkt halt stimmiger. Ist bei einem, wie gesagt, immer so relativ zu sehen, aber bei mehreren ist das schon geil. Hä? Also wie haben wir es hier mit den Helicrash-Sites und mit den Trucks? Mhm. Ist das überhaupt ein potenzieller Spawnpunkt? Oh. Ich wollte nicht einsteigen.